Keiner ist perfekt, ich natürlich auch nicht und jeder macht Fehler. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Es ist wieder Q&A-Zeit. Ich möchte sagen, eine Institution schon auf meinem Kanal, weil ihr einfach nicht aufhört, Fragen zu stellen. Ich wusste gar nicht, was man alles fragen kann. Offensichtlich reicht es für noch weitere 50 Q&As und wir starten jetzt an dieser Stelle. Danke an den Volker. Vanessa, hau raus. Ich habe ein Lieblingsparfüm. Es ist das eine von Yves Saint Laurent und das eine andere von Hugo Boss. Welches sage ich jetzt nicht, weil dann rennt ihr jetzt alle und kauft euch das. Dann habe ich nichts mehr. Boah, das ist eine gute Frage. Was würde ich der Caro von vor 20 Jahren sagen? Ich würde einfach sagen, verfolg dein Ziel und es wird sich irgendwann auszahlen. Ich glaube, es ist nicht korrekt, wenn ich jetzt sagen würde, das und das und das und das und Ratschläge, weil dann hätte sich einfach alles nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Und ich würde auch viele Dinge gar nicht anders machen wollen. Ich würde einfach sagen, go for it. Liebe Leute, ich mache euch fertig bei Squirrel. Ihr habt keine Chance, vergiss es. Ich kann viele Punkte holen bei Scrabble, aber wer meine Videos guckt, der weiß ja mittlerweile auch Bescheid. Das ist gefährlich, aber ich bin immer noch bei Scrabble unschlagbar. Das ist tatsächlich für mich sehr besonders und zwar aus dem Grund, weil es für mich auch mit einer sehr großen Verantwortung einhergeht, wenn mir jemand sagt, du bist mein Vorbild, weil das bedeutet ja, dass derjenige sich viel von mir abschaut und keiner ist perfekt, ich natürlich auch nicht und jeder macht Fehler und gerade wenn man weiß, dass man Vorbild ist, das ist auch, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, der Kinder hat, man möchte ja auch ein Vorbild für seine Kinder sein, dass man dann nochmal besonders drauf achtet. Es ist einfach sehr, sehr schön und ich hätte mir das ja nicht vorgestellt und nicht vorstellen können und dass das aber so ist, ehrt mich sehr. Bei meinen Vorlesungen und auch bei mir auf der Internetseite gibt es tatsächlich auch Doc Caro Merch zu kaufen. Das war wirklich ein Wunsch aus der Community, die gesagt haben, mein Gott, Bücher sind ja schön und gut, haben wir jetzt, wir wollen noch mehr. Also habe ich ja relativ kurzfristig Mützen, Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, Notizbücher und Trinkflaschen und Tassen vor allen Dingen auch bedrucken lassen. Und das war sehr, sehr zur Freude auch meiner Follower. Und ja, das kann man tatsächlich bei Lesungen erwerben und auch bei mir auf der Seite. Nein, ich bin, ich möchte sagen, das letzte Einhorn, der erste Mohikaner, die allerletzte. Nein, es gibt wirklich vorher keinen und auch nach mir glaube ich nicht, dass meine Kinder mit Medizin irgendwas machen, macht aber nichts. Ich bin der beste Beweis, dass man keinen Arzt oder Ärztin in der Familie braucht, um Medizin zu studieren. Ich habe es einfach wirklich aus Interesse gemacht und es kann kaum auch jemand Blut sehen aus meiner Familie. Also von da an, ich weiß nicht, was da los ist mit mir. Vanessa, ich bin aus der Reihe geschlagen. Ich auch. Du auch, ja. Das ist nicht schlimm. Ihr könnt auch gerne aus der Reihe schlagen. Ist nicht immer schlimm, ist gut, Vanessa, ne? Siehst du, ist gut. Ja, ich habe Tier gerettet, klar. Also abgesehen davon, dass ich als Kind grundsätzlich Spinnen gerettet habe und Regenwürmer und Frösche und alles das irgendwie mit nach Hause geschleppt habe und Mäuse und Drosseln und was ich alles nach Hause gesteckt habe, habe ich tatsächlich ja auch mein Pferd aus schlechter Haltung gerettet. Ich habe schon mal angebundene Hunde irgendwie ins Tierheim gebracht oder irgendwelche Katzen zum Tierarzt und tatsächlich auch mal eine Katze von der Straße aufgenommen. Also ja, ich möchte mich jetzt nicht als den großen Tierretter und Tierschützer bezeichnen. Da gibt es wirklich Leute, die machen das mit viel, viel mehr Engagement. Aber ich habe ein Herz für Tiere und was zu retten gilt, wird gerettet, ob Mensch oder Tier. Nutella mit Butter. Es ist übrigens die Nutella. Ich möchte jetzt eine Community-Diskussion loslösen. Die Nutella. Es gibt eine Creme, die macht die Haut taub. Und es gibt tatsächlich, also ich fand sie sau schmerzhaft. Also es gibt wirklich Regionen, die sind einfach sau schmerzhaft. Also vor allen Dingen zum Beispiel am Arm, hier die Innenseite und so. Da muss ich sagen, da habe ich mir geholfen mit ein bisschen Creme, die das taub macht. Dann hat das Ding den Schmerz, weiß Gott, nicht genommen, aber es ein bisschen besser gemacht. Ich fand es schlimm. Es gibt Stellen, da merkt man es gar nicht, das ist ein bisschen wie Kitzeln, also weiß nicht hier so drauf, aber hier, boah, da ja, die nehme ich mir jetzt.